Da. Press Space to skip. Nein. Wir spielen. Ich weiß den Namen nicht. Ultimate Epic Battle Simulator. Ich bin gespannt und möchte gerne hier ein bisschen was spielen. Ich würde sagen, wir nehmen mal, naja, 2 Millionen Zombies, vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir nehmen mal 20. 200. Und eine kleine Gruppe an Soldaten. Ich sag mal 10. Die sind da abgehauen, reingerannt in die Basis hier und haben. Die Zombies kommen, nein. Und daraufhin haben sie sich hier versteckt. Wo sind die denn? Verdammt. Da sind sie. Und die haben sich in der Burg versteckt und die Zombies wollen sie jetzt fressen. Fressen. Okay, seid ihr bereit? Ich bin's. Und Soldier gegen Standard-Zombie. Oh, zu viele. 10 natürlich nur. Es war eine kleine Gruppe. So. Es startet, es lädt. Und es lädt immer noch. Es lädt. Ja, ansonsten 44 Abonnenten, Leute. 44. Über Nacht. Zweimal 3 Stück dazugekommen. Also 7. Ja, einmal 4 und einmal 3. So, dann schauen wir mal hier die Bedrohung an. Oh, genau unter mir. Wenn ich ein Vogel wäre, könnte ich einen Kacker machen. Hallo Männer. Seid ihr bereit? Oh. Hallo Männer und MännerInnen. MännerInnen. Da hinten. Komm mal raus, vortreten. Los, du. Ich? Ja, du. Okay. Ich krieg die Frau nicht. Gut, also wir können hier, wie wir sehen, uns in die Personen rein verwandeln. Und können dann hier diese 200 Mann... Oh, ich muss mal das darüber schieben, damit ihr das seht. Hier oben die 200 Mann losschicken. Und ich sag jetzt einfach mal, Zombies... Attacke. Und wir laufen mal mit, dass wir was sehen. Beziehungsweise, boah, ich bin so langsam. Ich habe die langsamste Frau genommen, die es gibt, glaube ich. Ich klinke mich mal aus der Frau. Hier durch. Das sind die Jungs. Schrotflintensoldaten. Na, dann schauen wir mal. Da kommen sie. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe noch keine 100 gezählt. Egal, ich gehe hier zurück. Alle rein da. Rein, rein. Oh. Schrotflintenblei fliegt weit. Aber. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Das sieht übel aus. Die halten schon an. Okay. Das war schlecht. Schau mal. hätte ich vielleicht mitspielen sollen? Mit meiner internen Schrotflinte. Gut, ihr seht, die haben verkackt. Neue Runde, neues Glück. So, jetzt gehen wir mal hier aus dem World War 2 Setting raus. Und nehmen uns mal Modern Combat Soldier. 10 Stück, moderne Kämpfer. Und wir nehmen mal 2000 Zombies. Und los geht's. Piu. Mal gucken, was die Schrotflintenjungs von früher mit den anderen gemeinsam haben. Ein neuer Tag beginnt. Steh auf. Die Sonne scheint und vor der Tür stehen, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 2000 Zombies. Wir gucken nochmal, ob das stimmt. Geh mal weg. Matsch aus dem Weg. Geh weg. Weg. Okay. Also ihr seht, die sind alle echt. Richtig echte Zombies. Also gehauen. Okay, ich kann mit dem Po greifen. Matsch ab. So, und die sehen auch wunderhübsch aus. Guck mal hier, die Jungs. Hübsche Kerle. Und hübsche Frauen. Ne? Also Gleichberechtigung muss sein. So, jetzt tropfen wir uns hier durch. Und ich sag mal so, Männer, in den Kampf. Los geht's. Frauen auch. Und alles stürmt. Sieht aus, als hätten die Badehosen an und würden irgendwo
jetzt in den Pool hüpfen. Oder es gibt so ein Video mit so irgendwo im asiatischen Raum, wo sie in der Badewanne hocken, in so einem Schwimmbad. Ring an Ring, eng gepresst und schwimmen da so in der Suppe rum. Ist auch krass. So, ich beeile mich mal. Ich muss den Jungs zeigen, wo es lang geht. Hier lang. Läuft ein bisschen breitbeinig, gell? So. Ja, Watschelgang. Schneller. Hier lang. Ah, jetzt kommen sie. So, dann. Da sind schon die Jungs. Hier rein, ja. Alle hier rein. Super. Ich gehe mal mit. Und wie wir sehen, oh, die gehen auseinander. Schlau. Nicht so wie die anderen. Aber wie wir hier oben sehen, wir haben immer noch 10 Soldaten, 9 Soldaten und 1900. Das wird nicht reichen. Wir stehen im Rücken an der Wand, Commander. Also. Nein. Noch 2 Soldaten. Da oben wohl. Ich helfe ihm. Ich helfe dir. Ach, ich kam zu spät. Also, 2000 Zombies und 10 Soldaten bringt nichts. Neue Runde. Stillgestanden. Männer, es sind harte Zeiten. Ihr seid 967 Mann. Wo die anderen hin sind, weiß ich nicht. Die 33 Stück fahnenflüchtig. Wir haben heute eine schwere Mission. Zombies. Vor den Toren von Castlevania liegen ein paar Zombies. Ich würde sagen, wir bleiben hier drin und gucken, wer reinkommt. Für eine genaue Übersicht fliege ich mal kurz raus. Das sieht mir ja aus wie knapp 3 Millionen Zombies. So wie 3 Millionen Zombies, die jetzt unbedingt zu uns wollten. Und wir sind nur 1000 Soldaten. Männer, es wird hart. Es sind nicht nur Zombie-Männer, es sind auch Zombie-Frauen. Gut. Ich bin einer von ihnen. Zombies! Attacke! Fuck. Das ist krass. Das ist wirklich krass. So, dann rennen wir mal. Beziehungsweise, nein, 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 ich renne nicht. Ich fliege. Um mir mal eine Sache hier von oben anzuschauen. Also, wie wir sehen, zur linken Seite, kommen sie von der einen Seite hier reingelaufen und von der anderen Seite, also, vielleicht kann ich ja meine Tools nutzen, warte mal, nee, kann ich nicht, ich kann gar nichts, ich kann jetzt nur hier runterfliegen, kann zugucken, was die Soldaten machen. Die Soldaten feuern aus allen Rohren, wir geben uns mal hier ans Schlachtfeld. Das ist ein ziemlicher Wundkanal, würde ich sagen. Wenn das Wort Wundkanal auch eine andere Bedeutung hat, aber hier wird schon was geliefert. So. Also, bis jetzt sage ich, wir haben gewonnen. Problem ist, ich glaube, ja, die kommen auch von der Seite. Und die kommen auch. Ach ne, von hier aus. Ach ja. Von daneben können sie nicht. Da ist zu. Cool. Die können nur noch von der Seite kommen hier. Mal gucken, ob die Jungs es da sehen in der Kirche. Männer von links. Von links. Von links. Ah, jetzt. Ja, 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 genau. Super. Ran an den Speck. Ober krass. Geht nicht so weit raus. Draußen wartet der Feind. So, wenn sie jetzt genug Munition dabei haben, werden sie es wohl schaffen, die paar Zombies hier umzulegen.
Ein paar. Wir gucken mal kurz raus, wie spät es ist. Alles klar. Alles klar. Ja, nicht alle drängen, gell? Es kommt jeder rein. Jeder darf rein. Und es wird sicherlich auch was werden hier. So, wir fliegen nochmal da zurück. Gucken mal, wie spät es ist. Ja, hier haben wir schon ein kleines Problem. Wir machen uns einen Berg. Ein Zombie-Berg. Wobei, ist das ein Problem? Weiß ich nicht. Vielleicht ganz gut, wenn es zu ist. Und hier genauso. Hier haben wir uns vorgewagt bis da vorne hin. Das ist dumm. Männer, das ist dumm. Aber sie machen es halt. Gut. Dann schauen wir mal, was wir noch so Schönes haben. Was ein bisschen Effekte macht hier. Also wir sehen ja, hier sind wirklich genug. Wir müssen uns nicht ärgern, wenn jetzt ein paar Zombies fehlen. Seid ihr bereit? Ich bin's. Und zwar... jetzt. Oh, kommen sogar Schüsse hier an. Krass. Bada babu. Wie das die einfach hochwirbelt. Gucken, wo die ankommen. Geht mir aus dem Weg. Ein Riesenhaufen Zombie-Scheiße kommt da geflogen. Hoffentlich treffen die meine Soldaten nicht. Ach, du meine Kacke. Guckt euch das mal an. Hoffentlich sind die auch alle tot. Jetzt kommt der Kacke hier angeflogen. Platsch, platsch. Ach, du meine Scheiße. Also, mit einer Atombombe ist nicht zu spaßen. Oberkrass. Gut. Hier wird noch weiter munter. Ups. Herumgeholzt. Du schaffst es, lauf. Nein, du schaffst es auch nicht. Ja. Also wir hatten 3 Millionen Zombies, jetzt haben wir noch 2,19. Ich weiß nicht, wo das enden soll. Krass. Gut. Also diese Explosion fand ich echt übel. Das ist ein Kreis. Ich fliege mal zurück. Das ist der Blutkreis. Jetzt ziehen die sich wieder so zusammen. Krass. Ja. Gehen wir näher ran. Laufen die noch oder sind die tot? Die laufen. Ich mach Slow Motion aus. Und los geht's. Was war das gewesen, das helle Licht? Das war eine Atombombe. Oh, das habe ich noch nie vorher gesehen. Kann ich das nochmal sehen? Natürlich. Unglaublich. Wie rechnet der Rechner das? Slow Motion bitte. Mal Pause hier. Okay, okay. Die tot sind, wenn sie fliegen, oder ob sie tot sind, wenn sie aufkommen? Jetzt bewerfen wir die eigenen Zombies mit ihren Leuten. Aber die treffen leider nicht. Keine Hitbox. Gut. Ich finde, das habe ich gut gemacht. Also, ich habe dem Trupp ein bisschen geholfen. Und ansonsten kann man ja nochmal da hinten. Das könnten auch frische Eier oder Salatgurken sein.
Mir geht es einfach um diese Menge, die sich da bewegt auf einmal. Also, es können natürlich auch Zombies sein. Die finde ich auch nicht schlecht. So hier vor der Tür zum Beispiel. Der hat noch Geräusche gemacht, habe ich gehört. Ja. Also, das sind 3 Millionen Zombies, die hier durch die Gegend... Männer, ihr habt ein Problem, ihr macht da das Loch zu. Dass das geht, ist ja echt übel. Das baut sich jetzt immer weiter auf. Krass. Ja. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr mehr davon andere Sachen sehen wollt und andere Monster und Gegner und Hühner und was weiß ich, was es alles gibt, dann mache ich das natürlich gerne. Das ist natürlich hier auch für mich total erquickend. Oh, was denn hier passiert? Gab's hier etwa Ärger? Oh. Geh fort. Sind trotzdem noch Unmengen. Das ist so verrückt. Noch 1 Million fast. Krass. Ja, also wie gesagt, wenn ihr ein bisschen was davon sehen wollt und vielleicht etwas anderes oder ein Kampf nachgestellt werden soll mit Männern und Gegnern und so die 300 oder keine Ahnung, irgendwie Kampf am Tor, Kampf an der Burg, Kampf an der Mauer, ich bin dabei. Ich weiß nicht, wo meine Soldaten sind da. Jetzt kommen die hier rüber gerannt. Sind die bescheuert? Ihr habt doch da noch ein Tor. Hier kommen keine mehr. Schaut euch doch mal diese perverse Scheiße an. Unglaublich. Und wer ist dafür zuständig? Ich. Ich bin selbst so geflasht. Ja, also gut. Ich sage jetzt nochmal Tschüss. Tschüss. Da hinten war was Helles. Habt ihr es gesehen? Schon wieder? Jeder Einzelne ist berechnet. Gute Nacht.